Willkommen zur 22. Auflage der Crocodile Trophy, dem legendärsten Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Die Crocodile Trophy ist immer einzigartig und immer hat es einen. For me it's a nice way to see something from Australia. This has been such a tough tour, probably one of the toughest races I've ever done. It's totally different, but I like it. Acht Tage liegen vor den Fahrern und Fahrerinnen, die sich vor dem offiziellen Rennstart in Cairns in Far North Queensland treffen. Und keine Berührungsängste gibt's beim Aufeinandertreffen der tierischen Namensgeber und der Athleten, die bissig in die Tour starten wollen. Ja, es ist immer am Ende der Saison nochmal ein richtig hartes Rennen und das heißt, ich kann mich da relativ lange drauf freuen. Also die Vorfreude ist mal sehr groß und dann ist es halt auch speziell, weil es so weit weg ist, sind ganz andere Umstände als zu Hause in Europa und das macht schon auch speziell. Die Top-Athleten Urs Huber und Michiel van Elbroek versuchen sich hier an die einzigartigen Bedingungen und Weggefährten zu gewöhnen. Ich möchte so einem riesigen Krokodil nicht im Fluss bei der Flussdurchquerung begegnen. Aber natürlich, also die Landschaft und die Natur da ist atemberaubend und einzigartig. Im tropischen Norden von Queensland, der Heimat der Crocodile Trophy seit 2009. Über 80 Biker aus 16 Nationen stellen sich den 600 Kilometern durch das Outback. Mit fast 160.000 Einwohnern ist Cairns zum einen beliebte Urlaubsmetropole, zum anderen erfreut sich Mountainbiken und Straßenradsport seit mehreren Jahren großer Popularität. Die Regierung in Queensland investiert in den Radsport und der Cairns Mountainbike Club organisiert ein Showrennen als Warm-up für die Trophy. Das eigentliche Rennen startet im Regenwald um Cairns und bringt die Fahrer dann nach Atherton und ins Outback zur Wetherby Station, bevor es auf dem atemberaubenden Four Mile Beach in Port Douglas endet. Ausgangspunkt der Trophy ist erstmals Paradise Palms, ein wunderschönes Golfresort nördlich von Cairns. Von hier aus führt die Strecke auf den WM-Kurs im Mountainbike Park von Smithfield. Let's do this. Women Elite Rider on the first row, men in the second row. 3, 2, 1, have fun. Great race for all of you. Die Crocodile Trophy ist nicht nur das älteste Mountainbike-Etappenrennen der Welt, sondern sie ist Kult. Die 22. Auflage, wer beißt sich durch? Die Croc-Teilnehmer fahren auf dem Cross-Country-WM-Parcours 2018. Und Sébastien Carabin, der belgische Meister und Cross-Country-Spezialist, ist in seinem Element und übernimmt auf dem technisch anspruchsvollen Kurs von Anfang an die Führung. Nice work. Good work. That's it. Listen up there. Direkt hinter ihm der dreifache Croc-Gesamtsieger Urs Huber. Und gleich dahinter macht sich Matthias Grigg aus Österreich mit dem Niederländer Peter Spass auf den Kampf um das Podium. Der Belgier Carabin kann seinen Vorsprung auf Urs Huber auf über eine Minute ausbauen und fährt einem ungefährdeten Etappensieg im Paradise Palms entgegen. Ich komme aus dem Cross Country und die Strecke war sehr technisch mit vielen Kurven. Es war eine Etappe wie für mich geschaffen und ich habe versucht, meine Chance zu nutzen. Der Schweizer Titelverteidiger erreicht das Ziel als Zweiter. Ich
Ich bin kontrolliert gefahren, habe versucht, so kraftsparend wie möglich über die Runden zu kommen. Und von dem her bin ich sehr zufrieden. Der junge Steirer Matthias Grieg kann seine Mitstreiter abschütteln und wird hervorragender Dritter. Die Elitefahrer sind sehr stark, was ich gesehen habe. Also das Podium halten wird sehr schwierig. Der Sieg bei den Damen geht ebenfalls nach Belgien. It was a good day. Es war ein sehr guter Tag. Ich liebe diesen Pike Park in Smithfield. Ein Grund, warum ich zurückgekommen bin, ich mag diese Trails einfach sehr gern. Alice Pirard gewinnt vor Ruth Corsett und Annemiek van Vleuten. Bei den Herren darf sich Sebastian Carabin als Erster das Führungstrikot überstreifen. Letzte Vorbereitungen zur zweiten Etappe. Die Fahrerinnen sind noch entspannt. Start zur zweiten Etappe. Gemütlich geht es die ersten 12 Kilometer durch Cairns. Doch von der scheinbaren Ruhe darf sich niemand täuschen lassen. Denn auf dieser Etappe fiel schon einige Male die Vorentscheidung für den Gesamtsieg. Gefragt sind hier die Allrounder. Und nach der Überquerung des Copperlot Dams geht das Rennen im Regenwald so richtig los. Huber und Carabin attackieren früh. Der Österreicher Manuel Plin kann an dritter Stelle mithalten. Etwas weiter dahinter, Matthias Grieg. Das Tempo der Athletinnen variiert bei der Trophy. Annemiek van Vleuten, eine der besten Straßenrennfahrerinnen der Welt, geht es für ihre Verhältnisse gemütlich an. Nur eine Woche vor der Trophy wurde sie Fünfte im Einzelzeitfahren bei der WM in Doha. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich gut in Form bin oder ob ich ein Bier trinken möchte. Wenn es nach dem Saisonende noch ein Mountainbike-Rennen gibt, fahre ich es, aber mein Fokus bleibt auf der Straße. Dort bin ich nämlich Weltklasse und im Mountainbike bin ich doch davon entfernt. Where I'm at a world class level and for mountain biking I'm not world class level at all. Diese beiden Fahrer nehmen die Crocodile Trophy hingegen sehr ernst und vergeuden keine Sekunde an den Verpflegungsstationen. Bis 10 Kilometer vor dem Ziel kämpften beide vereint. Am Ende ist jedoch Urs Huber der Stärkere. Er gewinnt die Etappe mit 3 Minuten 50 Vorsprung. Für Sebastian Carabin ist die Etappe einfach zu lang. Und mit Manuel Plim schafft es wieder ein Österreicher aufs Podest. Ich bin fast das ganze Rennen alleine gefahren, immer am dritten Platz. Aber es war mein Plan, dass ich heute den Sprung aufs Podium schaffe. Und ja, deswegen habe ich das heute investiert und bin super zufrieden, dass es geklappt hat. Atherton ist mit 6.500 Einwohnern die größte Stadt auf den Tablelands. Mit wunderschön gebauten Mountainbiking-Singletracks soll der Biketourismus verstärkt werden. Die Regierung hat mehr als 2 Millionen Dollar in den Ausbau investiert. We
We've got some of the best country to ride through. Wir haben die beste Gegend und die besten Tracks zum Mountainbiken, aber auch tolle Radwege auf ehemaligen Eisenbahnlinien zum Beispiel. Mein Gemeinderat und die Bevölkerung wollen Radsport-Events wie dieses in unsere Region bringen. Like this attracted to the area that we can. Die ersten 35 Kilometer der dritten Etappe werden auf den neu konzipierten Singletracks gefahren. Du musst die ganze Zeit voll konzentriert sein. Es ist alles Single Trail. Es ist steinig, es ist technisch anspruchsvoll und downhill. Es ist ein echter Mountainbike-Kurs. Rechtzeitig Melonen und Ananas für die Fahrenden bereitzustellen, ist eine echte Herausforderung für das Team der Crocodile Trophy. Schneller als die Führenden an den Verpflegungsdepots anzukommen, um den Rennverlauf optimal zu unterstützen. Währenddessen fühlt sich die Cross-Country-Spezialistin Alice Pirat im Atherton Mountainbike Park sichtlich wohl. I really love that. Ich liebe diese Strecke. Es war wie im Wunderland, ein Singletrack-Paradies. Die ganze Zeit Sprünge, Wurzeln und steinige Passagen. Genau, was ich liebe. Switchbacks, berms, jumps, roots, rock gardens. It was just what I love. Und noch ein Belgier liebt diese Strecke. Ihr Teamkollege Sébastien Carabin spielt heute sein gesamtes Können auf dieser technischen Strecke aus. Eine gelungene Revanche für die gestrige Niederlage gegen Urs Huber, der sich an diesem Tag mit Platz 2 zufrieden geben muss. Matthias Grigg, heute wieder in Hochform, wird erneut Dritter. Es war heute ein Kriterium, dass man eben immer wieder schnell aus den Kurven raus beschleunigen kann. Und das Kriterium war dann, dass man halt schnell und sauber bergauf fährt. Und das liegt mir auch, das kann ich auch vom Cross Country fahren. Habe aber versucht, dass ich eine saubere Linie fahre, dass ich Defekte vermeide, weil das ist auch sehr wichtig beim Etappenrennen. Einmal mehr schlägt die Crocodile Trophy die Zelte für die Nacht auf und macht sich bereit für den nächsten Tag. Start zur vierten Etappe. Heute am Programm ein klassischer Marathon über 72 Kilometer auf dem Atherton Hochplateau. Weniger technisch, dafür sorgen längere Steigungen sowie Abfahrten für Schwierigkeiten. Außerdem wartet eine Sonderaufgabe. Denn der Highway muss aus Sicherheitsgründen zu Fuß überquert werden. Dieses wird von den Kommissären streng überwacht. Schließlich geht es um die Sicherheit der Fahrer. Bei Flüssen dürfen die Biker dann wieder selbst über Absteigen oder Durchfahren entscheiden. Die 22. Auflage der Crocodile Trophy feiert auch Rekorde. Der Österreicher Martin Wisater nimmt heuer schon zum 7. Mal am legendärsten Mountainbike-Rennen der Welt teil. Die erste, da habe ich schon sehr viel mehr kämpfen müssen als jetzt. Man wird fitter, man bereitet sich besser vor und ja, eigentlich, es macht mehr Spaß. Es ist mehr ein Mountainbike-Rennen geworden. Es war früher was mehr ein Straßenrennen, jetzt ist es ein richtiges Mountainbike-Rennen und für das sind wir eigentlich da. Annemiek van Vleuten genießt ihren großen Vorsprung auf den Trails der Herberton Range. Allerdings nur, bis ihr ein gravierender Fehler passiert. Sie biegt bei einer Kreuzung falsch ab und verliert viel Zeit.
Durch dieses Missgeschick liegt jetzt Alice Pirahn in Führung. Und auch Ruth Corsett, die ehemalige australische Meisterin, profitiert davon. Sie fährt auf Platz 2. Ich komme vom Straßenrennsport. Die gestrige Etappe war sehr brutal, die Hitze. Ich liebe die Berge, aber die vielen Steigungen, das war verrückt. An der Herrenspitze ein gewohntes Bild mit Urs Huber und Sebastian Carabin. Heute hat der Croc-Routinier aus der Schweiz die Nase vorn. Ich habe da einen Platten gehabt und dann habe ich sofort gesucht, wo das Loch ist. Habe es dann gefunden hier in der Lauffläche und dann habe ich sogenanntes Samurai Sword, heißt das Teil. Da hat so eine Gummiwurst drin und dann steckt man die einfach ins Loch rein, zieht die Kabel wieder raus und dann ist das Loch zu. Der Niederländer Peter Spaß erreicht heute sein langersehntes Ziel, einen Podiumsplatz. Ich wollte im Gesamtklassement um das Podium mitfahren, aber ich hatte ein paar Defekte, daher wird das nicht mehr möglich sein. Ich möchte noch ein paar Mal aufs Podium bei den Etappen, aber einfach die Veranstaltung genießen. Halbzeit bei der Crocodile Trophy. Die Gesamtergebnisse nach 4 Etappen. Urs Huber führt vor Sebastian Carabin, dahinter Michael van Elbroek. Bei den Damen hat Alice Pirahn die Nase vorn, Annemiek van Vleuten dahinter und Ruth Corsett am 3. Platz. Während sich die Athleten einfach auf die Bikes schwingen, wird das Equipment in 12 LKWs transportiert. Die über 100 Zelte für die Teilnehmenden, die Mitarbeiter und die Betreuer werden vom Organisationsteam auf- und natürlich auch wieder abgebaut. All das kümmert die Fahrer wenig. Die starten auf die längste Etappe der heurigen Crocodile Trophy. 131 Kilometer stehen bevor. Das Tempo von Urs Huber und Sebastian Carabin kann heute nur der Österreicher Matthias Grick mithalten. Er will sich unbedingt im Gesamtklassement verbessern. Annemiek van Vleuten lässt ihr Missgeschick hinter sich und fährt gewohnt extrem stark. Während Urs Huber mit mehreren Attacken seine Mitstreiter abzuschütteln versucht, ist für Matthias Grick der Kampf an der Spitze und der Traum einer guten Platzierung nach einem Reifenschaden zu Ende. Die Fahrer sind mit Pannen laut Reglement immer auf sich allein gestellt. Mein Ziel ist leider nicht mehr in Reichweite der Gesamtpodiumsplatzierung und jetzt schaue ich, dass ich die Crocodile Trophy noch fertig fahre, dass ich es genieße und im Prinzip die Saison war schon sehr gut und alles, was jetzt noch kommt, habe ich gesagt, ist eher ein Bonus. Annemiek van Vleuten durchquert den Walsh River und genießt das flache Terrain. Eine Straßenrennfahrerin in ihrem Element. Das Thermometer klettert unbarmherzig auf bis zu 38 Grad Celsius, die heißeste Etappe bisher. Urs Huber und Sebastian Carabin lassen sich davon aber nicht beeindrucken und jagen in hohem Tempo durchs Outback und zu den Verpflegungsstationen. Die Erfahrung gibt den Ausschlag und Urs Huber holt sich den Etappensieg auf der Skyberry Coffee Plantation. Das Problem ist, dass er die Strecke ganz genau kennt und ich nicht. Es ist sehr schwierig für mich, die Situationen im Rennen einzuschätzen. Peter Spaß fährt zum zweiten Mal als Dritter aufs Podium. Er überquert die Ziellinie vor dem Österreicher Manuel Plim und Michael van Elbroek. Ah.
Zum dritten Mal beherbergt die Skyberry Coffee Plantation die Crocodile Trophy. Seit 26 Jahren baut der McLaughlin-Familienbetrieb Kaffee, Papayas und Bananen in dieser tropischen Gegend an. Als der größte Kaffeeexporteur Australiens werden die Bohnen ohne chemische Zusätze angebaut. Es ist großartig, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Anlage als Veranstaltungsort anzubieten. Ich glaube, unsere perfekte Lage am Rande des Outbacks eignet sich besonders gut dafür. Für uns ist das Rennen eine gute Möglichkeit, um unsere Anlage samt Infrastruktur zu bewerben. Wir lieben die Zusammenarbeit und würden gerne weitermachen. Start und Ziel der sechsten Etappe ist die Skyberry Coffee Plantation. Es werden zwei Runden in den Wetlands, einem Naturreservoir, gefahren. Diese Etappe ist mit 47 flachen Kilometern wahrscheinlich die leichteste Etappe der heurigen Crocodile Trophy. Arnaud Matthies ist zum zweiten Mal am Start. Er verlor sein Bein bei einem Unfall mit einem Zug. Trotzdem blieb er aktiver Radfahrer. Ich versuche so viel wie möglich zu fahren und die Motivation am Fahrrad zu bleiben ist natürlich bei mir viel größer als bei anderen. Manche steigen ab, wenn es technisch wird, aber wenn ich gehen muss, kostet es mich viel Energie und Zeit. Bei solchen Etappen verliere ich 1 bis 2 Stunden. Bei den Abfahrten habe ich viel Spaß, aber ich habe es schwer in den Steigungen. Es ist ganz anders als das, was wir in Belgien gewöhnt sind. Die Landschaft und die Kollegialität unter den Fahrern ist hier super, besonders verglichen mit anderen Rennen. Auf der zweiten Runde greift der junge Niederländer Steph de Lovere an und versucht es im Alleingang. Annemiek van Vleuten sieht die Chance und schließt zu ihm auf. Gemeinsam versuchen sie, den Vorsprung zu vergrößern. Die Verfolgergruppe ist uneinig, keiner will die Initiative ergreifen. Erst kurz vor dem Ziel muss Van Vleuten den 19-Jährigen ziehen lassen. Beide sind aber weit vor der Verfolgergruppe und dem Sensationssieg des Youngsters und die famose Leistung der Niederländerin kann niemand mehr verhindern. Steph de Lovere geht als jüngster Etappensieger in die Geschichte der Crocodile Trophy ein. Unglaublich. Ich hatte solche Angst, eingeholt zu werden. Ich habe mich gar nicht getraut, mich umzudrehen. Ich habe immer so gedacht, die holen mich gleich. Er kann seinen Sieg mit Vater Robert feiern, der einige Zeit später ins Ziel kommt. Bleib ja, Junge. Hey, fantastisch. Hey, gut. Hey. Annemiek van Vleuten bringt ihr gutes Rennen heute sicher ins Ziel. Das ist super. Ich bin 2 Tage sehr gut gefahren und habe mich 2-mal mit großem Vorsprung verfahren. Endlich hatte ich heute kein Pech. Naja, ein wenig Pech schon, denn gestern hatte ich eine Kollision mit einem anderen Biker und bin auf mein Gesicht gefallen. Die letzten Tage hatte ich echt kein Glück, aber auch heute war ein guter Tag. Ein Hotelier aus Keindorf bei Hartberg erfüllt sich mit der Teilnahme seinen Traum und erfährt die Crocodile Trophy am ganzen Leib. Ich spüre eigentlich völlig alles, hinten angefangen bis der Schulterbereich, aber ich bin zufrieden, dass ich es hinter mir habe und ich warte auf die nächsten Etappen.
Startschuss zur siebten Etappe. Die fällt wieder länger aus. Es geht in Richtung Norden, durch teilweise schwieriges Gelände zur Wetherby Rinderfarm. Vorbei an riesigen Zuckerrohrfeldern sind die ersten 30 Kilometer noch relativ gemütlich. Dann vooral gewoon uitrijden. Ich will vor allem das Rennen zu Ende fahren und natürlich die Landschaft genießen. Nicht jeder fliegt auf die andere Seite des Erdballs, um mit dem Bike zu fahren. Mir gefällt das sehr. Ich kann da fietsen. Das ist eh leuk. Aber auch die Amateure kämpfen schlussendlich um ihre Sekunden und ihre Platzierungen in den einzelnen Kategorien. Das Abenteuer ist wirklich unglaublich, das musst du einmal in deinem Leben mitmachen. Man kommt auch auf wunderschöne Plätze, wo man sonst nie hinkommen würde, eigentlich nur mit dem Mountainbike. Ich finde, es ist eine enorme Herausforderung. Mit Pang Meng Yam begrüßt die Crocodile Trophy auch den ersten Teilnehmer aus Singapur. Wir bekommen Tipps von den Profis, wie man richtig biket, weil wir noch nie so viele technische Abschnitte gesehen haben. Ich habe jetzt schon so viel gelernt und fühle mich viel sicherer am Bike. I learned a lot and it actually made me very confident on the bike. Weiter geht es durch die Regenwälder, die viel Schatten spenden und die Hitze erträglicher machen. An der Spitze kämpfen Huber und Carabin erbittert. Der eine will den geringen Vorsprung verteidigen und der andere den minimalen Rückstand aufholen. Für Carabin bietet sich heute die letzte Möglichkeit, das Ergebnis zu seinen Gunsten zu verändern. Aber Huber, der alte Fuchs, hält Carabin in Schach und gewinnt auch diese Etappe. Im Sprint kannst du gewinnen oder auch verlieren. Aber ich kannte die Zieleinfahrt vom Vorjahr, daher habe ich im richtigen Moment attackiert. Besonders anspruchsvoll besetzt ist auch das Feld der Damen mit Annemiek van Vleuten, Alice Pirat und Ruth Corsett. In der Mitte des Rennens habe ich mich schon gefragt, was mache ich hier? Aber jetzt weiß ich, dass ich die Crocodile Trophy Tour sehr genossen habe. Ich glaube, es war ein gutes und hartes Rennen, besonders gegen diese Konkurrenz. Der vorletzte Stopp der Trophy ist die Wetherby Station, eine der ältesten Rinderfarmen in Queensland und ein idealer und idyllischer Ort für ein Crocodile Trophy Etappenziel. Noch eine kurze Möglichkeit zu verschnaufen, bevor die Stunde der Wahrheit ansteht. Das Einzelzeitfahren. Wie bei allen Einzelzeitfahren wird in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Das heißt, der Letzte im Gesamtklassement startet als Erster und der führende Urs Huber geht als Letzter auf die Rennstrecke. Die führt über den berühmten Bump Track. Vor 100 Jahren die einzige Verbindung zwischen der Küste und den Tablelands, heute ein Mekka für Mountainbiker. Eine rasante technische Abfahrt durch den Regenwald, die die Herzen der Biker höher schlagen lässt, bis hinunter in eines der beliebtesten Urlaubsziele im tropischen Norden von Queensland, Port Douglas. Big round of applause. Congratulations, Daniel.
Das ist bestimmt der Höhepunkt meiner Karriere. Es war hart, ich habe mich sehr gequält, aber ich kam hierher, um dieses unglaubliche Rennen zu fahren. It's an amazing race. Die letzten Kilometer werden auf dem Four Mile Beach gefahren, direkt am Wasser. Einmal hier angekommen, scheint der Start für viele Fahrer ewig lang her zu sein. Die Ziellinie zum Greifen nahe, genießen die Biker die letzten Meter. Es hat Spaß gemacht. Ich meine, alle Veranstaltungen haben etwas Besonderes, aber hier am Beach anzukommen, das war super, super wunderschön. Die letzten 4 Kilometer am Strand, hier in Port Douglas am Pazifik entlang zu fahren, unglaublich. Sebastian Carabin hat aber keine Zeit, die traumhafte Kulisse am Pazifik zu genießen. Er will dieses abschließende Einzelzeitfahren unbedingt gewinnen. Dahinter kämpft Urs Huber um jede Sekunde. Denn auch wenn Huber weiß, dass das Gesamtklassement in seiner Tasche ist, will er das finale Zeitfahren nicht an Carabin verlieren. Fünf Sekunden machen am Ende den Unterschied und Urs Huber gewinnt die letzte Etappe und zum vierten Mal die Crocodile Trophy. Die Trophy ist das bekannteste Mountainbike-Rennen der Welt. Jeder kennt es und viermal zu gewinnen ist unglaublich. Heute bin ich enttäuscht. Nur 5 Sekunden Rückstand, das ist ja nicht viel. Ich bin enttäuscht, aber so ist es eben. Bei den Damen holt sich die Belgierin Alice Pirat den Sieg. Super, ja, das ist echt fantastisch. Es ist fantastisch. Es war eine sehr schwierige Woche, aber ich bin so froh über den Sieg. Unglaublich. Dieses Ziel einfach. Ich meine, wirklich unglaublich. Das Gesamtklassement. Die Herren Urs Huber vorneweg, Sebastian Carabin ist Zweiter und Michiel van Elbroek an dritter Stelle. Bei den Damen Alice Pirat voran, Annemiek van Vleuten wird Zweite und Ruth Corsett holt sich den dritten Platz.